Die Minimap leckt da übrigens ein bisschen hinterher, ne? Also man sieht meistens die Viecher schon vorher, bevor es auf der Minimap dann aufgedeckt wird. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, diese unscheinbaren liegenden Bäume, also das ist schon. So, jetzt sind wir relativ wieder oben, würde ich sagen. Allerdings, naja, gut. Also hier waren wir vorhin, glaube ich, schon mal lang gefahren. Kann man hier eigentlich. Ich glaube, man kann übrigens. Nee, das ist Kohle und so. Okay. Ich dachte gerade, ey. Okay. Ist auch ein cooles Bremsgeräusch, muss ich mal sagen, von dem Auto, ne? Oder auch dieser Rasenmähermotor oder was das ist. Naja, gut. So, egal. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Wie auch immer das hier lang ging. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich werde wohl die CPU noch mal neu verbauen oder keine Ahnung. Obwohl es mir alles schleierhaft ist. Entschuldigung. Und dann werde ich mal schauen, dass ich hier, keine Ahnung, was mache. Ich glaube, hier sind wir durchgefleucht, oder? Vorsicht. Böhme. Böhme. Ja. Hier kam ich doch. Kam ich da nicht vorhin durch? Ich war gleich so oft gegen dich, bis du umfällst. Heißt es Baumfeld? Ja, so sah es doch aus, ne? Hier sind wir doch so durchgefleucht. Und dann, wui, sind wir hier lang. Ach, wenn die ganzen Bäume und so ein Kram nicht wären, ne? Also. Dann wäre es noch viel schöner, mit dem Auto rumzugurken. Und da sind wir auch schon wieder zu Hause. Yay! So, Erkundungstour abgeschlossen. Und wie man sieht, jetzt leckt es schon fast eine halbe Stunde nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine Idee. Ja, es ist weder kontinuierlich, sondern es tritt einfach mal so zwischendurch peu à peu auf. Egal, ob man jetzt wirklich was im Spiel verändert, dreht, sonst was macht. Also ich weiß es nicht. Hab überhaupt keinen Plan. In dem Sinne. Gut, also ich werde es halt neu verbauen oder sonst was. Also mal eben die Sachen erneuern. Aber weder die Grafikkarte noch sonst was hier scheint da wirklich großartig Probleme zu machen. Also die GPU ist mit dem Spiel nicht mal halb ausgelastet. Also es ist ein Witz für das Teil. In dem Sinne. Also da kann ich auch Battlefield 3 auf Ultra spielen. Das hat mein Rechner vorher auch nicht gejuckt. Und jetzt will er bei einem Factorio hier abkaspern. Also ich habe noch Battlefield 3 mal aufgenommen. Das ist ja auch nicht das Problem, so ein tolles Ego-Shooter-Gedöns aufzunehmen. Was ja wesentlich mehr Anspruch hat. Im Grunde. Gut, was natürlich hier dazu kommt, ist natürlich, dass Factorio selbst eine Menge an CPU frisst. Aber Entschuldigung, da sind wir gerade bei 17 bis. Ne, Moment, gerade war er bei 11, jetzt sind wir bei 17. Ja, 20, 25% Maximum, lass es sein. Entschuldigung, das schafft auch ein Battlefield. An CPU-Auslast im Multiplay mit 50 Leuten oder so, keine Ahnung. Ne, also, na, ich glaube, da kommst du rüber. Also sagen wir mal 20 oder so was. Ne? Dann ist die CPU-Auslast auch so ähnlich. Also, ja, das ist jetzt auch nicht der Hit in dem Sinne. Also von daher habe ich echt kaum Plan, was da wirklich im Argen liegt, dass wir da so richtig schöne Probleme haben. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann doch, da wir uns jetzt hier so schön umgeschaut haben, entschließen. Jetzt sehen wir nämlich auch ein bisschen mehr von der Map. Na gut, da unten rechts, dieser eine Kasten da, den haben wir jetzt nicht so arg erforscht. Aber das ist ja auch egal. Wir waren hier oben. Ja, Forschung abgeschlossen. Boah, die sehen auch ein pixelig aus. So, jetzt können wir noch Kampfroboter Schaden erhöhen, blabliblub. Und so weiter. Aber ja, doch, das geht. Ja, vielleicht werden wir auch mal Tore entwickeln, erforschen.
So, also die schwarzen Kästen sind jetzt natürlich nicht erforscht, aber hier haben wir ja schon die schönen, lieben Einwohner gefunden. Dann haben wir hier oben welche gefunden, wie ich es mir auch schon dachte. Aber wir sehen, dass wir nach hierher, nach links haben wir recht viel Platz. Nach unten hin geht's, nach oben hin geht's. Also, ja, von da aus gesehen, wo wir jetzt sind, ist es sogar mehr Platz, als, also wenn wir uns hier ziemlich in die Mitte einpflanzen. So wie wir jetzt eigentlich relativ sind, obwohl nach unten ist mehr, oder? Wo ist hier die Mitte ungefähr? Ja, hier so bei der Kohle, Dings, ja, da so irgendwie. Kupfer, Kohle, Eisen, alles da. Wunderbar. So soll es sein. Ja, dass wir uns da wirklich ein bisschen einpflanzen und so. Klar werden wir die kleine oder die Anfangsbase so ein bisschen behalten. Aber da werde ich dann mehr die Ressourcen rausholen und sonst was. Und dann werde ich die Großverschmutzung, ja auch schön, werde ich dann quasi hier anlegen. Da unten haben wir auch Wasser und so was. Also wunderbar, um Strom anzulegen. Gut, hier oben haben wir jetzt auch schon welchen, aber ja, kann ja nicht schaden, wenn man zweimal Strom hat. Ne? Ja, und dann werden wir da mal wirklich auch einen Zug bauen und so weiter zwischen quasi diesem Ganzen hier. Vielleicht werde ich hier unten auch noch Kohle und so abholen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden mal schauen. Aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen spannend bleiben. Was wir so als nächstes vorhaben. Ja, da oben rechts sollten wir uns überhaupt erstmal nicht aufhalten. Aber ich freue mich echt schon auf den Panzer. Nur mit den Lecks. Nee. Das macht dann auch mit dem Panzer keine Freude. Aber ich hoffe, da kann man richtig schön über die Bäume rüber mähen oder so, ja. Dass die echt nicht mehr nerven. Also bisher habe ich noch keinen Panzer gebaut, gefahren oder sonst was. Muss ich ehrlich zugeben, in diesem Spiel. So, aber naja, selten baut man auch einen Panzer, ne? Man fährt näher lieber. Mache ich auch lieber in Battlefield so mit dem Panzer fahren oder sowas. Ja. Das Einzige, was mir da wirklich ein bisschen Probleme macht, sind diese Düsenjets. Und ja, die habe ich auch schon mal mit dem Gamepad gelenkt, also das geht schon wesentlich besser, anstatt mit Maus und Tastatur, weil muss man die Maus immer so hui, hui, hui und Schweiß gegen die Wand, damit das Ding mal lenkt. Das ist dann auch nicht toll, ne? Also Höhenruder und so. Da geht's wirklich besser mit dem Gamepad. Bin ja nicht so unbedingt der Freund des Gamepads. Ja, ich bin auch nicht so absolut Konsolist oder sonstiges und ja, ich weiß nicht. Bei manchen Spielen mag ich Konsole lieber, bei manchen Spielen dann doch wieder den PC. Ist halt so, ne? Aber naja, ich muss auch sagen, diese, wie heißen die Dinger, Pedals oder sowas? Ja, ich glaube schon. Schön, dass du im Aschenbecher gelandet bist. Schöne Glut. Liebst mal, wenn so eine Zigarette nicht wirklich gut gestopft ist. Ja, mit dieser Kameraführung, ne? Man läuft nach links und die Kamera bleibt stur geradeaus. Da könnte ich so kotzen, dass ich dann, weil rechts habe ich ja die Knöpfe in der Hand, da muss ich laufen hier so, mach mal mit, ist eine schöne Kamera, da drehe ich am Rad, aber naja gut, ja ich weiß, man kann auch mit den Pedals da drücken irgendwie, aber da kommen wir auch nicht mit zu Rande, also das ist alles so, naja, Gewöhnungssache in dem Sinne, sage ich mal, aber ich weiß nicht, ich bin halt so ein bisschen oldschool. Yay! So, und da, an diese Pedals habe ich mich noch nie wirklich gewöhnt. Ich habe auch eine PS2 da, die hat die Dinger auch, aber ich habe sie nie wirklich benutzt. Naja, egal. Aber ich glaube, nach PS2 kriegt auch keinen Hahn mehr, ne? Könnte ich eigentlich auch aufnehmen, ist allerdings, ja, kein HD oder sowas, ne? Was sie bringt. Alles noch analog. Ich habe auch eine PS1 noch da. Hey, wow, toll. Aber sagen wir mal so, PS1 und 2 könnte ich auch auf dem Rechner emulieren. Da muss ich mir die nicht noch auch noch ins Zimmer stellen. Dann können die im Wohnzimmer stehen bleiben.
Ja, aber naja. Ich würde erstmal sagen, soweit der Plan. Ja. Dann müssen wir hier noch eine Menge ummodeln. Etc. pp. Wir werden demnächst noch eine Menge Öl und sonstiges uns rankarren. Boah, und dann machen wir mal die Großindustrie auf, so ungefähr. Weil das hier ist eigentlich alles noch so relativ Kleinvieh. Gut, Kleinvieh macht auch Mist, sagt man ja gerne. Aber das ist eigentlich nur so die Grundkonstruktionen, die wir natürlich drüben auch brauchen werden. Ja, aber mittlerweile kommen ja auch mal wirklich Platten an. Ne? Also es hat doch wirklich was gebracht, dass wir mal hier die Sachen hochgedreht haben. Okay, das Kupfervorkommen ist auch noch da. Alles pipapo. Alles wunderbar. Aber rote Tränke haben wir echt so viele zu viel. Vielleicht werde ich hier oben nochmal grüne Tränke ansetzen oder so erstmal. Aber die Forschung geht ja voran. So, zudem brauchen wir demnächst ja auch noch mehr Tränke und pipapo. Ja, das wird dann alles noch kommen. So, ein grüner Trank kommt hier mal an. Wow!